News der Woche Nummer 16 legalisiert werden. ICE bekommt nicht wichtige Informationen zum Dufifee. Am kommenden Wochenende findet der 35. Mittelfränkische Jugendfilmfestival in Mittelfranken statt. Im Cinecittà in Nürnberg habt ihr eine der Auswahl an verschiedene Filme zu schauen, die von jüngere Jugendliche produziert wurden. Am Freitag habt ihr dann den ersten Block ab 18 Uhr zum Anschauen. Vor Ort wird am Samstag ab 13 Uhr ein kleiner Workshop angeboten und ab 14 Uhr geht er in die nächste Blöcke. Und ab 19.30 Uhr findet die Preisverleihung im Cinecittà statt. Die Veranstaltung ist natürlich für alle kostenlos. Schaut vorbei. Ja, laut in der Verordnung oder Bündnis von den Parteien im Parlament steht ja drin, Cannabis soll ja legalisiert werden, daher drei Pflanzen pro Person und 50 Gramm im Monat darf man besitzen. Das ist aktuell noch weiter im Entwurf. Es ist noch nichts Endgültiges, aber für viele Leute, die Cannabis als Medizin brauchen, für die ist das sehr sinnvoll. Aktuell ist ja der Stand der Cannabis ja noch als Bode betrachtet wird und einfach noch nicht so normal zu verwendbar ist. Ja, ich bin mal gespannt, wie da alles so weiterläuft. Das ICE-Werk kommt nicht in den Großraum Nürnberg. Da hatten wir heute heute Vormittag am Donnerstag eben bekannt gegeben, dass er nicht in der Nähe im Raum Nürnberg erbaut wird. Jetzt wird weiter dazu, wo das dann gebaut wird. Und dann kommen irgendwo anders der ICE-Werk hin. Noch eine andere wichtige Information. Im Bereich Niederbayern wurde je eine Zwischenstelle für radioaktiver Müll geladert. Aber da nur als kleine Zwischeninformation. Somit war das auch schon wieder mit den News der Woche von dieser Woche. Wir sehen uns in kommender Woche wieder. Schönen Abend oder schöne Woche 16.